schützt euer Immunsystem. Wenn ihr schlafen geht und im Tiefschlaf seid, dann funktioniert euer Körper einfach weiter. Ihr braucht nicht ans Atmen denken, nicht daran, dass das Herz weiterschlägt. Er tut es von allein. Nun behaupte ich, dass jeder Körper Signale an das Bewusstsein sendet. Aber wer achtet darauf und erkennt es als solches? Achtet darauf, wenn ihr einfach so plötzlich hustet und fast gleichzeitig euch etwas kalt wird. Da sagt euer Körper zu euch: Ich brauche etwas für mein Immunsystem. Dieses Signal schickt euch euer Körper noch bevor eine Krankheit ausbricht. Dann ist es Zeit, etwas für das Immunsystem zu tun. Was kann man für das Immunsystem denn machen? Es gibt ein Lebensmittel, das eine Wirkung auf das Immunsystem hat und es ist fast überall erhältlich. Natürlich gibt es auch noch ganz viele andere Lebensmittel, aber sie sind vielleicht nicht sofort greifbar. Für die stürmischen Zeiten, die uns bevorstehen, ist es gut, so ein Lebensmittel im Haus zu haben. Man nimmt davon aber nur 25 Milliliter in ein Glas und füllt den Rest mit Fruchtsaft und Wasser auf. Vorbeugend reicht ein Glas am Tag. Man kann es auch morgens und abends trinken. Gerade wer Kinder hat, ältere Menschen, selbst während einer Erkältung, wird es das Immunsystem unterstützen. Wer Unverträglichkeiten gegenüber Fruchtzucker hat, sollte natürlich aufpassen und ausprobieren, wie viel geht und ob es geht. Mich hat es durch viele kalte, windige und regnerische Zeiten gebracht, ohne zu erkranken. Von den Menschen, denen ich es erzählt habe, habe ich bis heute kein negatives Wort gehört. Es gibt sogar jemanden, der es selbst weitererzählt hat. Dieses Lebensmittel heißt Sanddornsaft. 100% Muttersaft, naturtrüb. Diesen Saft gibt es im DM-Markt, vielleicht gibt es ihn auch in anderen Märkten. Aber ich kaufe ihn seit Jahren im DM-Markt. Achtet die Natur und haltet sie sauber.